Jetzt mal ganz schnell einkaufen gehen. Leute, Leute. Das geht ja gar nicht. Erstmal verkaufen. Das Kurzschwert können wir loswerden. Das brauchen wir nicht. Hartholzharnisch? Cool, wo waren wir das? Enorm wertvoll. Boah. Zack. Wolfspelz. Gut. Was brauchen wir nicht noch? Dolch. Schmucklos, aber nützlich. Na, lassen wir den mal. Kaufen. Heiltrank, Magietrank brauchen wir. Boah, erst da brauchen wir jetzt ein paar jetzt, ey. 15 ist ganz gut. Riechsalz haben wir 5. Ja, gut, Dankwart kann ja. Wir nehmen einfach Gegengifte mit, man weiß ja nie. Du, 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 du. Bronzeschild. Für den Dankwart. Können wir noch irgendwie mit irgendwas auftrumpfen? Nee. Dass du kein Werkzeug hast, Frau, das wundert mich total. Jawohl, passt. So, können wir hier noch irgendwas. Nein. Ah, verdammt. So. Oh. Aber da kann sie keine Waffe tragen. Mann, ich vergesse jedes Mal. So, perfekt. Okay. Gehen wir kurz in das Inn, heilen uns nochmal und gehen nochmal nach Düsterburg. Ich suche ein Bett. Danke. Ich wundere mich trotzdem, wo gibt's Werkzeug, Leute? Ich habe keine Ahnung. Ich habe schon total vergessen, wo ich das Werkzeug herkriege. Aber ich glaube in Düsterburg. Ich bin mir wirklich sicher, dass ich dort das finde. Dort suchen wir nach Werkzeug und kommen dann wieder hierher. Kannst du mir wieder aus dem Weg gehen? Danke. Die Musik, ey, ist so geil. Ist so genial. Sind alle fit? Ja. Ah, das Wirtshaus zum polierten Panzer. In meiner Jugend habe ich hier mit meinen Freunden das eine oder andere Bierchen geleert. Du bist ein Harter. Sieh mal, Fenster aus da unten öffnen. Bloß dann kriege ich das Ding nicht auf. Okay. Das könnte auch mal wieder poliert werden. Gehen wir mal rein, oder? Kennt ihr den noch? Ich spreche erstmal kurz mit Wirt. Hallo, neues Gesicht. Das ist ein Mann, gell? Eine Frau mit Bart. Hallo, ein neues Gesicht. Ich bin Darion und wer seid ihr? Ich heiße Grandi und bin fremd hier. Könnt ihr mir etwas über Düsterburg erzählen? Aber natürlich, Grandi. Womit soll ich anfangen? Oh, eigentlich will ich gar nichts wissen. Ah, komm. Die Geschichte der Stadt. Nun, es war hier nicht immer so dunkel. Müsst ihr wissen, vor 20 Jahren war das hier ein fröhliches Städtchen. Es hieß damals allerdings noch Falkenburg und wurde von Herzog Dankwart regiert. Ich war damals noch ein Knabe. Was aus dem alten Herzog geworden ist, weiß niemand so genau. Er verschwand eines Tages und an seine Stelle trat unser neuer Herrscher. Seitdem hat sich hier einiges verändert. Der neue Herzog Wanfried brachte auch seine eigene Garde mit, Kreaturen der Nacht. Um ihm den Dienst in Düsseldorf möglichst angenehm zu gestalten, verdunkelte er die Sonne. Ich weiß auch nicht, wer das angestellt hat, kenne mich mit solchen Dingen einfach nicht aus. Naja, wir mussten uns eben umstellen. Ihr könnt euch sicher denken, dass an Landwirtschaft nicht mehr zu denken war. Wie kommt ihr über die Runden? Wer verwaltet die Stadt? Herzog Wanfried hat Depper Drombusch als Bürgermeister eingesetzt. Er ist dem Regenten treu ergeben. Ihr etwa nicht? Doch, natürlich. Jeder dient hier dem Herzog mit Freuden, Grandi. Die Stadtwache wird von Tarant Al-Run angeführt. Obwohl der Bürgermeister nominell auch über die Wache gebietet, gibt es öfter Ärger. Ärger warum? Nun, Tarant hat eben seinen eigenen Kopf. Er ist dem Herzog natürlich treu ergeben, teilt aber nicht immer dessen Meinung. Zu Beginn von Wanfrieds Regentschaft hatten wir auch noch keine eigene Wache. Der Herzog hatte seine eigenen Leute. Seine
eigenen Leute Werwölfe Grandi, aber das ging nicht lange gut. Die Biester waren einfach zu wild. Sie fielen über der Bevölkerung her. Es kam beinahe zu einem Aufstand, aber der Herzog lenkte ein und zog die Wölfe ab. Leider kam diese Entscheidung für manche zu spät. Reden wir über was anderes. Die Gäste des Wirtshauses. Also die beiden waren in Lasalantil und Rank, ein bisschen verschwiegen. Die zwei aber, sie tragen das Herz auf dem rechten Fleck. Der junge Mann mit der Dame da hinten, das sind Elvis und Natalia. Elvis ist so eine Art Unterhalter für die Mädchen hier. Der junge Bursche, der hier so herumtrommelt, ist Talex Tiparoli. Stromert. Ja, keine Ahnung, was das heißt. Er ist meistens mit seinem Bruder Roncalo hier. Roncalo ist ein gern gesehener Gast hier, ein Abenteurer, wie er im Buche steht. Ihr findet ihn einen Stock weiter oben. Naja, über den Zwerg kann ich euch auch nicht viel erzählen. Fragt ihn am besten selbst. Fulgo heißt er. Mehr weiß ich nicht. Ach komm, lass mich einfach in Ruhe. Seid gegrüßt, Fempling. Ich bin Lasalantin. Hallo, ich bin neu in der Stadt. Vielleicht kannst du mir helfen, irgendwie weiterhelfen. Wenn es nicht zu lange dauert, weißt du, Lasalantin und ich haben gerade etwas sehr Wichtiges zu besprechen. Rank. Die Schnauze, Mann. Please. Entschuldigt, Rank, bitte, ja. Er macht eben gerne einen auf wichtig und geheimnisvoll. Natürlich helfen wir dir gerne weiter. Vielen Dank, Lasalantin. Worüber habt ihr geredet? Über die aktuellen Sportergebnisse. Sonst passiert hier in Düsseldorf nicht viel, musst du wissen. Sportergebnisse? Genau genommen das Schildkrötenrennen, das in dieser Taverne täglich stattfindet. What? Schildkrötenrennen? Hört sich ja nicht besonders spannend an. Hey, doch, irgendwie schon. Ist es auch nicht? Ist es auch nicht. Man kann da Wetten abschließen. Das ist einige der wenigen Zerstreuungen, die Düsseldorf so anbietet. Hört sich spannend an. Kann man da etwas gewinnen? Ihr kennt euch sicher euch aus. Welches ist die schnellste Schildkröte? Leonardo, keine Frage. Ach, red doch nicht. Donatello ist einiges beweglicher als dieser hüftkranke Leonardo. Die Turtles. Na, wie dem auch sei. Finger weg von Michelangelo. Der ist der Verlierer. Danke für den Tipp. Eine Frage noch. Schieß los. Wie lebt es sich denn so in Düsterburg? Naja, etwas öde, wenn du mich fragst. Wenn du genaueres wissen willst, red doch einfach mal mit Dario und dem Wirt. Mene mich, fragt Grandi, die beiden haben etwas zu verbergen. Ja, das stimmt. Grandi, kann ich euch helfen? Entschuldige bitte, ich wollte nicht stören. Guten Abend, Alter, was gibt's denn zu melden? Hier bringe ich mein Nieren bei, du. Ich bin Grandi, und du? Ich bin Talex. Ich bin mit meinem Bruder Roncalo hier. Der ist oben beim Schildkrötenrennen und verwettet wieder mal sein Geld. Unser Vater ist davon überhaupt nicht erbaut. Aber was soll's? Roncalo verdient ja selber sein Geld. Soll's halt doch ausgeben, wie er es ihm beliebt. Wegen deinem Bruder? Was ist dein großer Bruder denn für einer? Er ist ein Held, ein Wanderer, ein Abenteurer, der höher, bla bla bla. Irgendwann wird er eine Prinzessin heiraten, wie es ihm zusteht. Naja. Aber bis dahin verzockt er seine Knete eben bei dem Schildkröten drin. Ach komm, geh mal. Die erzählen doch alle ein bisschen Quatsch. So, Freunde. Guten Tag, ich habe gehört, ihr findet ein berühmtes Schildkröten. Ja, da habt ihr richtig gehört. Wollt ihr mitmachen? Wir sind die üblichen Regeln. Wir haben drei Schildkröten. Michelangelo blau, Leonardo grün und Donatello rot. Wir nehmen dann Donatello in rot. Ihr könnt 10 oder 1000 Taler auf einen Schildkröte setzen, wenn ihr euch gewinnt, erhaltet ihr einen doppelten Einsatz. Solltet ihr allerdings auf Michelangelo blau gesetzt haben, bekommt ihr sogar den vierfachen Einsatz zurück. Ja, sicher. Ja, halt's mal, wenn ich jetzt auf Michelangelo setze, 1000 und gewinne. Wenn dann richtig. Fertig, los! Komm schon! Oh Gott, nein! Komm schon, Donatello, nein, nicht zurück! Donatello ist mal wieder geschafft. Sieg für Donatello. 2000 Taler.
Du bist bestimmt Roncalo, gell? Ha! Die Paroli Held und Abenteuer. Guten Tag, Roncalo, ich heiße Grandi. Ich bin Reisender, ich hab Held zu werden. Ja, habt ihr vorgenommen? Habt ihr euch viel vorgenommen? Der Weg eines Helden ist steinig und voll gefahren. Ich muss mal kurz auf die Uhr schauen, sorry, Freunde. Ja. Shit. Okay, dann würde ich sagen, wir suchen nach einem Geschäft. Ein Inn? Ein Inn weniger? Das ist das Rathaus, das hier ist das Rathaus. Wir sollten vorsichtig sein. Wanfried hat sicher alle Post mit loyalen Gefolgsleuten besetzt. Katzen? Scheiß Katze. Wie beruhigend, das alte Siechenhaus noch, dass das wenigstens für die medizinische Versorgung scheint gesorgt zu sein. Das Haus der Wache. Früher war man hier für Recht und Ordnung zuständig. Heute geht es wohl eher darum, Manfreds Willen durchzusetzen. Oh shit, Alter. Guillotine. Damals, ja. Servus. Guten Tag, die Herrschaften. Ich bin Torben Ballfuß. Wie kann ich euch zu Diensten? Wir benötigen Informationen. Normale Handelswaren, bitte. Elixier verkaufst du auch? Da, Spitzhacke. Da, 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 da. Knochen. Ein Schundheft mit... Ein Schund mit Zeichnung in blöster Skelette. Was? Dietrich, ein Satz Dietriche. Nehmen wir mal 5 Stück davon mit. Nehmen wir Pfeifenkraut, Laterne nehmen wir mit. So, brauche ich noch. Ja, zeig mal, was hast denn du für Waffen, mein Freund? Waffen. Tut mir leid, Herrschaften, aber da verkaufen Waffen ist vom Herzog untersagt. Und tatsächlich? Schade eigentlich. Gut, dann brauche ich ein paar kleine Infos. Worüber denn? Düsterburg und die Umgebung. Och, wisst ihr, da gibt es nicht viel zu erzählen. Dies ist ein ruhiges, friedliches Städtchen, wie viele andere auch. Friedliches Städtchen? Na, wenn ihr das sagt, vielen Dank für eure Auskunft. Dann lasst ihn reden, Leute. So. Oh, fuck, das Nordtor wird von einem Dämon nebst Gefolge bewacht. Gegen diese Bande haben wir nicht die geringste Chance gerade. Tja, dann lass uns abhauen. Wir haben jetzt die Spitzhacke bekommen, gell? Gut, dann hauen wir jetzt mal kurz in die... Zurück. Boah, es hat ein bisschen länger gedauert, ey. Ist nicht geplant, dass es so lange geht. Können wir versuchen durchzuhacken. Mit der Spitzhacke. Tick, 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 tick. Was zum Teufel ist das denn? Was geht hier vor? Fuck, wir sind hier eingesperrt.